Hallo Leute, heute wieder Emma Dracula 3. Ich möchte euch heute etwas Lustiges zeigen. Ich finde es lustig. Ich habe halt früher Barbie gespielt, richtig oft. Und deswegen habe ich auch so einen Barbie-Bus bekommen. Und vom Flohmarkt. Und ja, es ist echt crazy. Schaut euch mal an. Also vorne geht's ja. Laguna Strand sitzen ja ganz bequem, wie man hier vorne sieht. Ab der Mitte wird es schon eng, die Füße wissen nicht mehr wohin. Und sie sitzen nicht riesig auf den Stuhl. Hier, schweben in der Luft. Bei Guia genauso. So, ich glaube sogar noch schlimmer. Wenn man es jetzt so sieht, hier ungefähr schwebt sie in der Luft. Und ganz hinten ganz schlimm, man guckt schon oben raus. Und man schwebt richtig über den Stuhl. Und dann stellt sich die Frage, wenn man es der Heider schon nicht reinpasst, und die sind ja um einiges kleiner als Barbie, wie soll dann noch die Barbie-Puppen da reinpassen? Ja, da hatte ich damals noch mehr Probleme. Ich musste immer die Schuhe ausziehen und die richtig da reinquetschen. Und man merkt, naja, es funktioniert nicht so gut, wie man es gerne hätte. Naja, das war mein kleines Kurzvideo vom Barbie Albtraumauto, sage ich jetzt mal. Bye! Bitte liken, wenn es euch gefallen hat.